Hallo und herzlich willkommen zur letzten Speedbuild-Folge. Natürlich nicht von meinem Channel hier, sondern von der Finca Con Lama. Wir haben das Haus endlich zusammen fertig gebaut. Ich kann es kaum fassen, dass nach so vielen Wochen, wie ich jetzt schon an diesem Haus sitze, dass wir es endlich geschafft haben, alle Räume einzurichten, natürlich auch den Garten zu gestalten. Und ja, ich bin wahnsinnig aufgeregt und wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagen werdet, ob es euch gefällt, ob ihr das Haus in eure Nachbarschaft holt. Deswegen lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Haus findet und ja, was so eure Eindrücke davon sind. Das Ganze hat mich, wie gesagt, einige Zeit gekostet. Nicht nur, dass es natürlich dauert, dieses Riesenhaus einzurichten. Es war also mit eines der größten Häusern. Und ich glaube sogar das größte Haus, was ich hier als Speedbuild gemacht habe momentan. Sondern es kam natürlich auch ein bisschen ja, Alltag mit dazwischen. Die neuen Erweiterungen, die released worden sind. Natürlich so ein paar andere Projekte, die man auch nochmal machen wollte, unbedingt umsetzen wollte. Und deswegen hat das Ganze natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Das Haus selber ist, wie gesagt, in Salvadorada, steht es momentan. Ihr könnt es natürlich auch in einer anderen Nachbarschaft platzieren, wo ihr es gerne möchtet. Das Ganze ist ein Wohngrundstück, das heißt, also es kann überall platziert werden, ja, wo ihr es gerne hinhaben möchtet. Das Haus selber ist momentan zumindest für 6 Sims ausgelegt. Wir haben sozusagen 2 Elternschlafzimmer, also 2 Zimmer mit Doppelbetten und auch ein Zimmer mit 2 Kinderbetten. Genau. Wir haben aber natürlich genug Platz. Wenn ihr sagt, nee, das passt mir so nicht, ich brauche mehr für Kinder, dann könnt ihr natürlich die Räume noch ein bisschen umgestalten. Wir haben noch einen Büroraum, den ihr natürlich auch nochmal ins Kinderzimmer umgestalten könnt. Und ja, also von daher, das kann man noch ein bisschen ändern. Da gibt es noch ein bisschen Spielraum, wenn ihr es für noch mehr Sims braucht. In dem ganzen Haus gibt es ja eigentlich alles, was das Sims-Herz begehrt. Wir haben einen großen, einen großen Wohnraum. So, genau, einen großen Wohnraum. Wohnen wir natürlich auch zusammen. Abends mal vom Fernseher entspannen kann, wenn man von der Expedition aus dem Dschungel wieder zurückkommt. Wir haben einen Computerraum, so einen Hobbyraum mäßig, so ein bisschen. Wir haben eine große Grill-Area, wo man abends zusammen grillen kann, sich entspannen kann. Und natürlich auch, ihr habt es euch gewünscht, ein Wellnessbereich. Das Ganze ist ja so ein bisschen so luxusmäßig ausgelegt, das Haus. Also ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, ich glaube, es kostet irgendwie schon mittlerweile 380.000 Simoleons. Wenn man es kaufen möchte, wenn man es mieten möchte als Ferienwohnung oder als Ferienhaus in Salvadorada, muss man mittlerweile 3.700 Simoleons auf den Tisch legen. Genau, das heißt, wenn ihr natürlich ja, mal 5 Tage Urlaub machen wollt, dann kostet das Ganze knapp, der ganze Spaß, 15.000 Simoleons. Das heißt, ihr müsst natürlich schon ein bisschen, ja, entweder ein bisschen reich sein oder ordentlich dafür arbeiten vorher, damit es ja, damit ihr dort ein bisschen entspannen könnt. Aber es geht natürlich möglich, wie gesagt, ihr könnt es auch in jeder anderen Nachbarschaft als Wohngrundstück platzieren. Das ist auch möglich. Also es geht nicht nur rein Ferienhaus, das geht eben auch. Und ja, ihr seht es auch schon, es geht so langsam in den Wellnessbereich über. Den habt ihr euch ja, wie gesagt, gewünscht. Ich werde dort eine Sauna platzieren. Es wird ein, wie heißt es, ein Massagetisch geben, genau, den ihr jetzt hier seht. Ein Massagestuhl gibt es ja schon oben in dem Hobbyraum. Den habe ich ja schon platziert. Das heißt, dort könnt ihr euch auch schon ein bisschen entspannen, wenn ihr von der Expedition wiederkommt. Es war ein bisschen schwierig, natürlich die Sauna zu platzieren, weil das Haus, also der Raum selber, ist natürlich genauso rechteckig wie die Sauna. Das macht das Ganze natürlich nicht besonders einfach, wie man sieht, sondern stellt einen so ein bisschen vor die Herausforderung, wie teile ich denn das Ganze auf? Weil am besten sollte natürlich auch noch irgendwie eine Dusche oder Duschmöglichkeit vorhanden sein, wenn man aus der Sauna rauskommt, also zumindest im echten Leben. Und so soll es natürlich auch so ein bisschen sein, dass es so ein bisschen angelehnt ist an das echte Leben. Und ich habe es erst versucht, hier mit einer Wand und dann diese Ornament Fenster, die wir ja auch schon in der Mauer haben, bei dem Partykeller, Hinterhof, nicht Keller, Partyhinterhof. Aber es sah nicht ganz so toll aus, vor allem eben auch, weil man natürlich eigentlich, ja, wenn man so eine echte Sauna kennt, man braucht eigentlich einen abgeschlossenen Raum, damit der Dampf überall gut hinkommt und nicht nach draußen hin sich verfliegt.
deswegen kurzerhand die Massageliege nach draußen unter dem Abdach. Finde ich, ist aber auch ein ganz cooler Ort dafür, so im Freien unter blauem Himmel massiert zu werden oder eben abends, wenn die Lichterkette schön am Leuchten ist. Also es ist auch ein ganz cooler Ort dort, warum nicht? Auf jeden Fall genug Platz auch dort für die Sims, sich zum Entspannen, und dann wird gleich das Haus für die Sauna ein bisschen umgebaut. Da werde ich ein bisschen was verändern, denn anders war es eigentlich so nicht möglich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war am Ende noch ziemlich zufrieden damit, dass ich es eben so gemacht habe, weil ja, es sieht einfach am Ende besser aus, wie ich es vorher erst geplant hatte. Deswegen jetzt hier so ein bisschen der Umbau von dem Ganzen. Es wird dann einfach kurzerhand noch ein Stück mit dran gebaut, wo wir die Sauna mit rein platzieren können. Und dann können wir das Ganze eben auch so machen, dass wir einen abgeschlossenen Bereich haben. So. Es darf natürlich auch das Dach nicht fehlen, das muss man auch wieder ein bisschen reparieren hier im Anschluss. Das ist immer so ein bisschen, man hat es eigentlich so im Vorhinein einfach schön geplant, alles passt, und dann kommt eben wieder Veränderungen, die man gerne reinmachen möchte, und dann muss man das Ganze wieder ein bisschen umbauen, ein bisschen Korrekturen leisten, aber so schlimm ist es nicht, also es sieht auch, ist auch okay. So, dann kann es auch jetzt an den Saunabereich gehen. Wie gesagt, ein großer Raum für die Sauna, und dann davor kommt ein Raum eben für die passende Dusche dafür, beziehungsweise eben auch Waschbecken, Toilette. Was natürlich auch nicht verkehrt ist fürs Gameplay entsprechend, weil wir eben auch hier noch eine Toilette haben, eine Waschmöglichkeit haben, und wenn die Sims dann eben drinnen sind, können sie eben, also Quatsch, andersrum, wenn die Sims draußen sind, können die eben auch hier reingehen für die Toilette, wenn es dann, müssen sie eben nicht so weit laufen nach drinnen, so rum. Hier kommen jetzt wieder die wunderschönen Badmöbel von diesem vier Dschungelabenteuer. Ich finde, die sind super gut gestaltet und sehen einfach klasse aus, und deswegen muss ich sie hier einfach auch nochmal verwenden. Genauso wie der Spiegel, der so an der Wand angelehnt ist, finde ich, sind super tolle Objekte und benutze ich super gerne. Ich finde, das passt auch ganz gut zu den Wandfliesen, dieses leichte Türkisfarbene, und ich weiß nicht, ob es hellblau, türkis, also es geht so in diese Richtung davon. Zum Glück haben wir auch passenderweise natürlich auch die Dusche dafür. Wieder dieser Trick mit dem Spiegel. Ich habe gedacht, das ist eine coole Idee, die ich umsetzen könnte. So hatte ich es bis vorher noch nicht gemacht. Und als ich danach im Nachhinein so ein bisschen nochmal durchs Haus gefahren bin, habe ich gesehen, ich habe das Gleiche auch im oberen Badezimmer genauso gemacht mit den Spiegeln. Also ich dachte, hey, hier mache ich was Neues, Tolles. Und dann habe ich festgestellt, ich habe es sowieso schon vorher mal gemacht. Passiert einem auch schon mal, dass man denkt, man macht was Tolles und dann gibt es das schon. Ja, warum nicht? Genau, und jetzt kommen noch so ein paar Deko-Sachen. Ich wollte erst keine Toilette platzieren. Es kommt aber dann doch noch an der Toilette rein. Ich muss allerdings gestehen, ich habe es umgestellt. Ich dachte gerade, oh Gott, ich habe jetzt Toilette vor dem Duscheingang platziert, weil ich habe ja immer die Move Objects on, habe ich ja immer aktiviert. Das heißt, ich kann alles zusammenpassen, also zusammensetzen, ohne dass mir ein Fehler angezeigt wird. Aber nein, ich habe die Dusche dann doch noch umgedreht. Sehr gut. Also sollte auch nichts passieren. Das heißt, die Sims können in die Dusche reingehen und die Toilette benutzen ohne zu meckern. Ein bisschen Deko noch dazu, ein paar Stühle am Platzieren, damit es auch ein bisschen belebter aussieht, noch ein bisschen, freundlicher aussieht. Auch wieder jetzt seit neuen Eintrick, den ich sehr gerne benutze, beziehungsweise eine Deko-Sache, dass man eben auch auf dem Stuhl im Badezimmer ein Handtuch platziert. Macht man ja auch so im rechten Leben, so gibt es zumindest auch so ein bisschen, dass man so Hocker platziert oder so und dann die Sachen dort drauf platziert. Und hier war es so, dass diese Gardine endlich mal eine Gardine hatte, die dazu passt.
oder beziehungsweise andersrum, dass dieses Muster einer Gardine endlich mal in ein Zimmer reinpasst, was ich benutze, weil dieses Muster ansonsten bei mir nie irgendwann irgendwo auftaucht. So, jetzt bringen wir noch ein bisschen Licht hier ins Dunkel rein. Diese tollen Lampen aus Dschungelabenteuer kommen natürlich wieder mit da rein und dann ein toller Kronleuchter, der Licht reinbringt. Und ja, dann geht's eben weiter zum Saunabereich. Hier wird also nicht ganz so viel passieren, was zumindest die Ausstattung angeht. Ich wusste nicht genau, wenn ich jetzt dort vorne, wo jetzt eben dieses Regal, wo das Regal steht, wenn ich dort auch so einen kleinen Tisch platziere, ob die Sims dann noch reingehen können oder nicht. Deswegen habe ich es eben gelassen, dass ich nicht da noch, auch noch so eine Theke oder einen Tisch platziert habe, sondern einfach nur Regale, wo so ein paar Badutensilien drauf sind. Ein Spiegel mit dabei, der zwar in der Sauna eh beschlicht, aber hey, bei Sims ist alles möglich. Und es fehlt natürlich noch so ein bisschen an Deko-Sachen, deswegen habe ich hier jetzt überlegt, wie wir es auch schon draußen an den Wänden haben, dass man einfach, ja, so eine Deko-Tierleiste mit einbaut. Das macht das Ganze noch so ein bisschen interessanter, weil ich wollte es einfach nicht so lassen, weil sonst sähe es einfach, ja, zu langweilig aus. Es sind natürlich auch Sachen, theoretisch kann man in so einer Sauna eben auch kein Bild platzieren, deswegen musste man irgendwas nehmen, was, ja, Feuchtigkeit aufhalten kann. Dann ist eigentlich auch soweit schon der Saunabereich, ja, größtenteils fertig. Wird noch so ein bisschen indirekte Beleuchtung geschaffen, indem wir einfach die Lampen verkleinern und dann unterhalb dieser Zierleisten einfach verstecken. So ist der Raum beleuchtet, ohne dass man die Lampen großartig sieht. Genau. Und dann ist dieser Wellnessbereich auch schon fertig eingerichtet. Also die Sauna ist dabei, das Badezimmer ist dabei. Und jetzt werden eigentlich nur noch so ein paar, ja, kleine letzten Handgriffe gemacht, so ein paar Kleinigkeiten noch geändert. Ich wollte noch so ein paar Deko-Sachen hier mit einbauen, die so ein bisschen mehr aus Selva Dorada sind, dass wir eben so ein paar Artefakte haben, die wir irgendwo mit verstecken können. Oder eben auch so ein bisschen noch an Kunst, mehr oder weniger, so ein bisschen Kunst noch mit reinbringen, dass wir einfach hier noch ein bisschen was Interessanteres haben. Wie jetzt zum Beispiel hier so ein Mauerstück, was man sich irgendwann mal wo geholt hat. Ich weiß nicht, wo man so eine Mauer ausreißt und dann irgendwo im Garten stellt, ob das irgendwo möglich ist. Zumindest bei den Sims ist es möglich. Da funktioniert es ganz gut. Und so kann man eben auch als Deko-Idee die Mauer, die eigentlich ziemlich groß ist, verkleinern und dann irgendwo platzieren. Das gleiche passiert natürlich auch hier mit so einer riesengroßen Säule, die wird dann auch mal eben ein bisschen verkleinert, dann kommt dann noch so ein toller Pott oben drauf und dann hat man so eine Skulptur wieder geschaffen, die sich das ganze Garten so ein bisschen wieder, ja, interessanter gestaltet, weil man muss ja sagen, wir haben eigentlich so groß keinen richtigen Garten, denn alles, was im Innenhof passiert, ist ja irgendwie mit Steinen besetzt. Also es gibt keine Rasenfläche dort. Das heißt, das Einzige, was jetzt grün ist, sind halt diese kleinen Flächen, die man gelassen hat. Diese grünen Flächen dort. Jetzt gibt es noch einen prüfenden Blick. Hier an dieser Seite fehlt natürlich auch noch ein bisschen grün. Das darf nicht fehlen, denn das macht das Ganze einfach, wie gesagt, authentischer, spannender, interessanter, hübscher. Vor allem eben Pflanzen gehören dazu, dass einfach, ja, so ein bisschen das Ganze lebhafter gestaltet wird. Deswegen hoffe ich irgendwann auch nochmal, dass noch ein bisschen mehr an Pflanzen dazukommen werden. Es gibt so viele tolle noch Pflanzen, die man umsetzen könnte. Also richtige Tulpen zum Beispiel. Also Tulpen, wie sie es schon bei Sims 1 gab. Diese Osterglocken, die es bei Sims 1 gab. Also es waren meine Lieblingssachen. Das ist etwas, was mir persönlich auch noch total fehlt. Noch ein bisschen mehr Grün, noch ein bisschen verschiedenere Sachen. Damit wir noch ein bisschen mehr variieren können. Also auf jeden Fall, es wird Zeit, dass wir mal ein,
ja, ein Bau Pack bekommen, wo es natürlich solche Sachen gibt, wie eben Wendeltreppen, dies neue Fenster, neue Türen, neue Zäune, Zauntore, das fehlt, also Dachdeko natürlich auch super cool und ja, natürlich auch ein paar Pflanzen. Nicht nur diese romantische Garten-Accessoires, Pflanzen, die ja natürlich so ein bisschen eigensinnig sind, ne, wie zum Beispiel dieser pink-blaue, riesengroße Busch aus Gartenspaß, sondern schon so ein paar hübschere Pflanzen, authentische Pflanzen, die man auch normalerweise in seinem Garten hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir noch wünschen würde, ein Baummodus-Pack sozusagen für den Baummodus, genau. Und ja, wie gesagt, das Haus ist soweit dann fertig eingerichtet, komplett, wir haben es geschafft, nach 7 Folgen, nach mehreren Wochen Folgen ist es dann jetzt fertig. Noch ein paar letzte Handgriffe und dann könnt ihr es euch herunterladen. Es ist wie gesagt in der Galerie. Eistee-Ritter ist die EA-ID, worüber ihr es runterladen könnt. Alle Links dazu gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr es toll findet, was ihr daran toll findet, was ihr vielleicht gerne demnächst nochmal sehen wollt, natürlich auch. Da bin ich immer offen für neue Vorschläge, neue Ideen. Ja, Daumen nach oben, teilen, abonnieren, das ganze Programm, wenn ihr es schon gemacht habt. Wenn ihr es gemacht habt, freut es mich natürlich sehr. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Es wird auf jeden Fall noch weitergehen mit neuen Bauprojekten. Und genau, der letzte Rundgang hier noch einmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.